Wir haben jetzt einige Minuten meditiert. Ich habe heute gedacht, vielleicht ist es besser, dass wir ohne Erklärung erst meditieren und dann nachher kurz einfach sprechen. Ich habe selber gemerkt, wenn ihr wirklich dann Meditation gemacht habt heute, welche Hindernisse oder Schwierigkeiten die ihr gehabt habt. Das habt ihr schon gemerkt. Und allererste ist dann, der Geist hat sehr viele Aktivitäten gehabt, Gedanken. Und deshalb könnten wir nicht einfach mit einem Objekt bleiben. Wenn wir anfangen, gedacht haben, dass wir den Atem, das heißt ein- und ausatmen, beobachten wollen. Vielleicht habt ihr überhaupt nicht gedacht, einfach angefangen zu meditieren. Oder vielleicht habt ihr gedacht, ich werde heute einige Minuten den Atem beobachten. Ist egal, was ihr gedacht habt. Und für die Konzentration, für die Samatha-Meditation, so ein Objekt ist sehr wichtig. Und es ist auch sehr hilfreich, wenn wir einige Minuten, so wie ich gesagt habe, die Konzentrationsübung machen. Die Konzentration ist ja nicht so einfach, Wirklichkeit. Wir haben schon sehr oft gesprochen, sehr oft geübt, aber wenn wir neu dann anfangen, dann sehen wir, dass die Sammlung des Geistes nicht so schnell kriegt. Und sehr viele Gedanken haben wir. Und wenn wir irgendwann anfangen mit den Vipassana-Übungen machen, Vipassana-Meditation, dann ist eigentlich die Gedanken keine Hindernisse. Wir müssen nur wissen, wo der Geist wirklich ist. Das können wir nur schaffen, wenn wir Ruhe des Geistes erreicht haben. Das ist so eine sehr schwierige Situation. Man kann nur erkennen, wo der Geist ist, wenn der Geist die Sammlung erreicht hat oder erlebt hat. Und wenn der Geist so viele Gedanken hat, kann er nicht dann Ruhe finden. Und wenn der Geist nicht ruhig ist, kann er keine Konzentrationsübung machen. Wenn er wirklich keine Sammlung hat, kann er selber nicht wissen, wo er ist. Und deshalb sollen wir erstens mehrere Mal versuchen und nicht aufgeben. Nicht aufgeben heißt, wir sitzen und die Zeit vergeht, überhaupt nicht machen. Und das wird so immer gewohnheitmäßig dann passieren. Wir haben immer so Meditation gemacht, die Gedanken sind gekommen und dann die Zeit ist so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Deshalb habe ich heute ein bisschen mehr, dreiviertel Stunde der Meditation gemacht. Weil ich wirklich wissen wollte und ob der wirklich der Geist ruhig werden kann. Und so eine Situation, so einen Moment sollen wir wirklich
mehrere Mal uns bewusst werden, ne? Der Geist ist wirklich nicht da. Und wie oft, dass wir gedacht haben, weiß ich nicht. Ich habe mehrere Mal versucht. Ich meine, ich habe das Gleiche. Sitzen. Ich habe schon gemerkt, dass ich das lange meditiere heute, halt dreiviertel Stunde. Und dann habe ich immer gemerkt, der Geist ist weg. Ist manchmal habe ich das gemerkt, und einige Minuten später, der ist nicht da. Beim Atem ist nichts. Manchmal ist wirklich vielleicht 10 Minuten, da war er nicht dabei. Und dann, das ist da willentlich, habe ich gedacht, nein, ich möchte wieder Atem beobachten. Und er kam zum Atem. Aber einige Minuten später wieder den Gedanken gekommen. Ich wollte heute wirklich selber, ich selber auch, nur mit dem Atem bleiben. Nur den Atem konzentrieren, darauf konzentrieren, dabei bleiben. Und natürlich einige Male, das habe ich geschafft, aber nicht so oft. Das ist das immer dann weg. Und manchmal habe ich wirklich nicht gewusst, wo der ist. Später habe ich gemerkt, ich war nicht da. Ich habe nur später gemerkt, ich war nicht da, aber ich habe nicht gewusst, wo ich war. Sehr interessant ist der Geist wirklich funktioniert. Und deshalb sagt der Buddha, so ein Geist soll man schon trainieren. Deshalb ist wichtig. Ich war irgendwo und ich habe aber nicht gewusst, wo ich war. Ganz sicher habt ihr auch das erlebt. Heute. Es ist einfach sitzen und einige Minuten später, dann wo bin ich wirklich? Nicht gemerkt. Und das ist eigentlich der richtige, dann, wir sollen schon willentlich solchen Momenten arbeiten. Wir sollen immer sagen, nein, ich möchte noch einmal beim Atem bleiben. Noch einmal möchte ich beim Atem bleiben. Und dann, wenn das wirklich funktioniert, ist schön. Wenn das nicht funktioniert, immer wiederholen sollen wir das tun. Und warum wir das wirklich solche Probleme haben, weil wir im täglichen Leben so viele Sinneskontakte gehabt haben. So viel gehabt, den nennen wir heute, wenn ihr schon erzählen kann, wie viele, ich weiß nicht, wie viel gesehen habt, gehört habt und so viele und so weit. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was der Geist wirklich gemacht hat heute ganzen Tag. Aber wir wissen, das Augen war offen, denn offen. Die Augen haben sehr viel gesehen. Was wir gesehen haben, vielleicht einige Dinge. Ich war heute vor 4 bis 5:10 Uhr, 5:10 Uhr war ich in Schönbrunn. Im Park, es ist dann, ich habe nur gemerkt, es ist ein großer Garten, blühen jetzt. Es ist unglaublich, ist das. So viele Sorten Rosen. Ich habe nie gewusst, so viel gibt es. So viel ist das. So viel. Und dann habe ich dann gesehen, nur ein einziger habe ich dann, ich habe sonst wirklich sehr achtsam alles beobachtet. Ich wollte das auch machen. Dann habe ich gesehen, letztes Jahr, Anfang Juni, war ich dort. Ich weiß, weil ich meine Mobiltelefon-Fotos gibt ein Datum. Was so schöne Rosen, dieses Jahr habe ich das gemerkt. Sie sind nicht mehr so schön.
wie früher. Zorn zu hören, aber nicht so schön wie früher. Ist irgendwie dann krank geworden oder so etwas. Ja. Und nur das habe ich gemerkt, aber so viele Leute waren heute drinnen, weil es Feiertag ist. Kinder, ja. Und das alles habe ich nicht, ich habe nichts gemerkt. Nur das, aber so viel habe ich gesehen. Nur eines habe ich das wirklich willentlich oder achtsam das beobachtet. Sonst nichts. Dann soll man halt mal denken, schade, ich habe die Augen. Weil es einmal, ich glaube, wer hat das geschrieben? Goethe, glaube ich. Er hat geschrieben, die Augen sind die Schönheit zu sehen. Ja. Und das heißt, Schönheit zu sehen. Und da ist Hintergedanke ist, achtsam anschauen heißt das. Die Augen sind da, Schönheit zu sehen. Ja. Wir sehen nicht die Schönheit, wenn wir nicht achtsam sind. Und da sollen wir wirklich dann lernen im täglichen Leben. Warum ist das wirklich, wir gehen, ich habe selber gemerkt, ich bin gegangen, den Park durchgehen, aber der Geist war nicht da. Überall weiß, ja, irgendwie Gedanken, was gehabt, da weiß ich nicht. Und, aber spazieren gegangen, in Schönbrunn, den Park und alles nicht. Gedanken war gekommen und habe ich das nicht alles dann wirklich erlebt. Ohne Erlebnisse können wir nicht erkennen etwas. Und deshalb ist sehr wichtig, dass wir die Dinge erleben. Erleben, weiß ich nicht, was das heißt, erleben. Und erleben, ich praktisch weiß nicht, ich muss das schauen, was das heißt, aber erleben für mich ist eigentlich mit dem Leben verbinden. Ja. Mit dem Leben verbinden. Ich praktisch weiß nicht, ich muss schauen, was das heißt, aber erleben für mich ist eigentlich mit dem Leben verbinden. Wenn etwas nicht mit dem Leben verbunden ist, man kann nicht das erkennen. Erkennen entsteht nur mit dem Leben etwas verbunden ist. Und wenn etwas wirklich mit dem Leben verbunden ist, wenn wir das wirklich dann richtig erkennen können, damit erkennen wir auch, wie das Leben wirklich ist. Alle erleben, was man erlebt, haben eigentlich mit drei Merkmalen verbunden. Verbindung. Alles, was wir erleben, erlebt haben, erleben werden, sind eigentlich dem Anderswerden unterworfen. Alles, was wir sehen. Und dann, wenn wir das richtig mit dem unserer Leben verbinden, alles, was wir außen sehen, das sind Wirklichkeit mit Erleben, das ist dann vergänglich, sind sie. Und wenn Erleben wirklich mit dem Leben verbunden ist, und das heißt eigentlich, Leben ist auch dem Anderswerden unterworfen. Und so ist eigentlich, man kann sehr viele Dinge mit der Meditation sehr viele Dinge erfahren. Und so, wir müssen schon versuchen, obwohl wir sehr viel vorhaben, viele Meditationen zu machen. Wir sind schon zu Hause jeden Tag mindestens 5 Minuten, 10 Minuten Konzentrationsübung machen. Das ist schon wichtig. Es braucht ihr keine extra Zeit nehmen. Bevor ihr schlafen geht, einfach Bett liegen und dann einige Minuten den Atem. Das ist die beste Übungswirklichkeit. Und das Liegen, einatmen, ausatmen. Und natürlich dann es gibt schon eine Gefahr. Gefahr heißt,
Wenn ihr das anfängt, wirklich richtig, das funktioniert. 2 Minuten könnt ihr da schlafen. 2, 3 Minuten. Jedes Mal, wenn irgendein Grund, wenn ihr nicht schlafen könnt. Die beste Übung ist diese. Einfach einige Minuten atmen, beobachten. Das könnt ihr sehen, sehr schnell durchschlafen. Schlafen. Und ich sage nicht, dass ihr verwendet soll, das zu schlafen. Es ist nicht, aber ich sage das Nebenwirkung. Die Nebenwirkung ist diese. Sehr schnell schlafen können. Ich habe einmal gesagt, ich habe immer, bevor ich schlafen gehe, eine Meditation mache ich. Und ich habe sehr, sehr selten wirklich dann bis zu Ende rezitiert. Könnte nicht. Und ich wollte das wirklich, das bis zum Ende rezitieren. Ich möchte, dass sie bis Ende rezitieren und schlafen. Ist nicht gelungen. Ich bin wieder Augen öffnet und gesagt, nein, ich mache jetzt. Und gestern Abend habe ich es wirklich mindestens 10 Mal versucht. Nicht gelungen. Immer das Mitte dann schlafen. Dann bin ich verabschiedet wieder auf. Und ich sage, nein, ich möchte das. Nicht gelungen. Dann habe ich geschlafen. Es ist wirklich das, ich wollte das machen. Ich habe gedacht, nein, will ich das wirklich? Das wollte ich das bis zum Ende der Rezitation machen. Nicht gelungen. Ist nicht so lange Rezitation, aber trotzdem war der Geist wirklich ruhig geworden mit der Rezitation und dann geschlafen. Und das ist wirklich so, könnt ihr auch sehen, ihr könnt heute Abend das versuchen. Einfach liegen, einatmen, ausatmen. Einatmen. Besser, wie ich das mache, sage ich das, ich werde immer dann mit die 3 Juwelen, das ist der eine, Buddha Dhamma Sangha. Ja? Wie ihr das vorgestellt habt, Buddha. Aber nicht irgendeine, wie heißt das so? Unnötige Vorstellungen, bitte nicht. Buddha ist keine, er ist schon eine besondere Persönlichkeit. Außergewöhnliche Persönlichkeit. Oder Persönlichkeit heißt nicht dann mit der Person verbunden, ich sage ein Mensch. Aber nicht irgendwie eine, so wie, was ist es so, da irgendein Feuer kommt, da Feuer kommt, das ist nicht. Da ist nichts. Buddha bleibt immer normal. Dieses normale Leben hat dein stärkes Liebe, Mitgefühl und Weisheit. Und das ist deine Besonderheit. Das sollt ihr dann immer wieder wiederholen. Wenn der Buddha denkt, immer wieder sagen, so eine große Weisheit. So ein großes Mitgefühl. So eine große Mitfreude, so eine große, das ist der Gelassenheit. Das heißt, mit diesen 4 Eigenschaften sollte der Buddha erinnern. Immer. Und nicht das irgendeine anderen Vorstellungen. Immer wieder innerlich denken, diese Weisheit. Ihr habt das immer wieder von der Lehrreden, diese große Weisheit des Buddha erkannt. Wir haben schon mehrere Momenten haben wir so eine Erkenntnis sind, oh, das ist richtig, aber. Und das darauf konzentrieren. So hat der Buddha mir den Dhamma erklärt. So ist die Lehre des Buddha. Und dann ist das auch so Sangha. Könnt ihr das? Es ist auch sehr schön, sage ich, einige Lebensgeschichten von den Sangha lesen, so wie Sariputta oder Moggallana, Mahakashyapa. Und ihr könnt dann überall das lesen. Und da gibt es schon einige Punkte, das wirklich in den Geist gebliebene. Und das darauf konzentriert Sangha.
Und diese erste Erinnern, das dauert nur einige Sekunden. Buddha, Dhamma, Sangha. Und am Ende immer sagen, ich möchte, es ist Zuflucht ist ein Wort, aber sagen, einfach sagen, bis man Ende meines Lebens, möchte ich mit diesen drei sein. Ich möchte mit dem Buddha sein. Dhamma Sangha. Ja. Es ist gut für mich. Es ist sehr wertvoll für mich. Und das bringt mir das in Ruhe. Und nicht mit jemandem zusammen bin wie andere. Buddha ist ein Besonderes für mich. Ist einfach so kurze Formulierung innerlich haben. Ich möchte beim Buddha Dhamma Sangha sein. Ja. Und dann, wenn diese Gedanken, so, wenn das so langsam wird, dann einatmen, ausatmen. 5 Minuten, 10 Minuten. Wenn das geht. Ich glaube nicht, dass es geht. Das ist wie schlafen, ja, das ist okay. Aber versuchen 10 Minuten. Nicht mehr in den 10 Minuten, 10 Minuten. Wenn ihr dann denkt, 10 Minuten habe ich das gemacht, jetzt könnt ihr wirklich dann schlafen. Ja. So ist dann die Meditation sehr, 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 dann wird es sehr leicht zu meditieren. Und ist auch dann nächsten Tag, wenn ihr seht, so genau das, was ich gesagt habe, kommt. Aber man soll nicht dem Buddha irgendwie mit den Religionen verbinden, das nicht. Buddha hat keine Religion gehabt, Wirklichkeit, was wir Buddhismus bezeichnen. Das hat er nicht gehabt. Der Buddha war kein Buddhist. Buddha war doch ein Buddhist. Dem Sinne ist eigentlich Buddha, das heißt, dass der mit der Weisheit verbunden. Das ist wahr. Aber dem Sinne nicht das Religionenanhänger. Ja. Und das sollen wir nicht machen. Deshalb sage ich, dass es ist ein Symbol der Weisheit, Symbol der Liebe, Symbol der Mitgefühl. Und so einfach so denken, wenn ihr das tun kann, dann ist es leichter, zum 3 Juwelen zu erinnern. Wenn der Religion ist, gibt es so viele Probleme. Ja, ich kann nicht das so und so weiter. Ja, einfach, Buddha für mich ist nur ein Symbol der Weisheit. Das ist genug. Das heißt, für mich ist eigentlich das, ich habe das immer verwendet, das Wort, ich sage immer, für mich ist der Buddha ist der, die schönste Lotusblüte der Geschichte der Menschheit. Für mich ist das immer. Jedes Mal, wenn der Buddha sieht, so kommt eine Lotusblüte. So schön blüht das. Da gibt es drinnen alles. Schönheit, Duft und Klarheit. Eine Lotusblüte hat alles. Wenn ihr richtig eine Lotusblüte seht, Farbe, alles ist schön, ist das. Blüht dann auch sehr groß. Und so ist auch der Buddha. Und es könnte ja auch so ein Symbol haben. Für mich ist dieses Symbol ist immer, ich sehe den Buddha nicht als Person. Ich sehe den Buddha mit diesen Eigenschaften verbunden, Lotusblüte. Ja. Und so könnt ihr dann immer am Abend die Meditation machen. Dann wird das, wenn wir längere Zeit meditieren, wenn dann Meditation nicht funktioniert, wenn wir wirklich das gemacht haben, dann kommen 3 Juwelen. Nicht anders denken, denk an 3 Juwelen. Buddha Dhamma Sangha. Und das ist dann nicht so unnötige Gedanken, sondern diese Gedanken kommen. Ja. Und so können wir neu anfangen, das meine ich, dies, wieder in der Nacht zur Meditation beginnen, bevor ihr schlafen geht. Und das, wenn ihr das machen könnt, das ist nur, ich meine, das ist meine persönliche Vorschlag ist das. Es findet nirgendwo, das ist ein Buch oder so. Man soll nicht denken, wo gibt es diese Erklärung? Es ist nirgendwo.
es ist meine eigene Vorstellung. Dann sage ich, ich mache das auch. Ja? Ich mache nicht die Atemübung, ich mache die Rezitationsübung. Ist genauso das. Ich meine, wir nehmen Atem als Meditationsobjekt, ich nehme die Rezitation als Meditationsobjekt. Ist beides gleich. Ja? Ihr könnt auch, wenn das wirklich, das ist schwierig für euch, weil das Rezitation muss schon, das ist so eine so irgendeine Verbindung haben. Und deshalb sage ich, mit dem Atem habt ihr schon die Verbindung, weil ihr lange geübt habt. Und so, jetzt können wir einige Minuten wieder, wie ich gesagt habe, nur dann beim Atem bleiben. Wenn ihr könnt auch, wie ich gesagt habe, einige Sekunden und den drei Juwelen, braucht nicht das unbedingt eine Vorstellung haben, wenn das nicht geht, sagt Buddha, Dhamma, Sangha, der Erhabene, der Erwachte, seine Lehre und Gemeinde. Ja? Aber ihr könnt auch irgendwie eine, wie ich gesagt, eine Vorstellung haben, ich soll auch den Buddha sehen und dann einige Sekunden das innerlich wiederholen, dann konzentriert Aufmerksamkeit auf den Atem richten, einige Minuten die Meditationsübung machen. Jetzt können ihr dann kurz meditieren, dann möchte ich dann nachher kurz mit euch reden. Ihr sollt dann Antwort geben. Ja, das.